Aber bevor ich zum Endgegner gehe, will ich nochmal speichern. Da geht's rechts lang. Da ist es eine Monsterhöhle für die Kugel. Okay. Das sieht nach Endgegner-Tunnel aus. Okay, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Dann gehen wir mal eben kurz speichern. Am besten wäre, ich würde mir noch ein paar Heilkräuter holen. Vielleicht gehe ich doch noch mal eben kurz auf die Landkarte. Ey, du Viech. Geheilt sind wir. Dann gehe ich erst mal auf die Landkarte gucken. Sprechen wir noch mal mit ein paar Leuten von euch. Ihr seid jetzt komplett, oder? Was ist mit dir? Hey, lauf hier nicht rum. Sehr nett, danke. Die Band ist wieder zusammen, also lasst uns anfangen. Auch wenn du unser einziger Zuschauer bist, werden wir unser Bestes geben. Beachte bitte die beiden anderen Jungs. Krass, ihr seid alles Eichhörnchen geworden. Hat es dir gefallen? Bei unserer nächsten Nummer musst du das richtige Eichhörnchen erraten. Mich. Wir werden uns bewegen und wenn du die richtigen findest, gewinnst du einen Preis. Rede mit demjenigen, von dem du annimmst, dass es das richtige Eichhörnchen ist. Dass er das richtige Eichhörnchen ist. Alles klar, alles gut. Und los geht's. Okay, achten wir auf das Eichhörnchen in der Mitte. Gut, das war jetzt nicht klar. Das war noch schwer, das warst du. Okay, lass mal sehen, ob ich wirklich Alex bin. Nee, ich bin Alex, das geht gar nicht. Hey! Und du? Du hast recht! Okay, ich werde dir ein Geschenk geben. Herbert erhält ein paar Heilkräuter, na wer sagt's denn? Ah, sehr schön. Das hat gut geklappt. Oder habt ihr noch was zu sagen, was wichtig ist? Ich hoffe, dir hat unsere Show gefallen. Bis später. Ich hoffe, dir hat unsere Show gefallen. Bis später. Ja. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Also, in irgendeinem Tunnel war noch ein Maulwurf. War das dieser Tunnel? Ja, genau. Du musst mir etwas bringen, was einmal Momo gehört hat. Ach so, das war das. Haben wir das mittlerweile schon? Nö, sieht nicht so aus. Momo, wer ist Momo? Wo kamen wir hier hin? Das war das Eichhörnchen. Hatten wir mit dem gesprochen? Ja, ne? Ach, das war der schnarchende Baum. Ja, da haben wir unsere Rüstung bekommen. Gut. Ja, die letzte Session war gestern. Das ist schon Ewigkeiten her. Deswegen muss ich mich so ein bisschen wieder zurechtfinden. Okay, in der Höhle war schon was. Hier sind die Krokodile. Mit denen haben wir überall gesprochen. Ich muss auf die andere Insel darüber kommen. Durch welche Höhle war das denn nochmal? Diese? Hier ist gar nichts mehr. Bei den Knochen hatten wir ja auch irgendwas gefunden. Das waren die Blätter. Richtig. Da oben war noch ein Maulwurf, fällt mir gerade ein. Nehmen wir den mal eben. Hier, genau du. Mein Name ist... Ach, der heißt doch gar nicht Momo, der heißt Monmo. Ich kann nicht mal lesen. Monmo, der Maulwurf. Alex, ganz ruhig. Mein Name ist Monmo, der Maulwurf. Halber Zungenbrecher. Hier ist es so hell, ich kann nichts sehen. Kannst du mich bitte zu meinem Haus führen? Ich werde dir folgen. Geh bitte zu dem Loch, das zu meinem Zuhause führt. Rede erst wieder mit mir, wenn ich an der richtigen Stelle stehe. Ja, komm mal mit. Das war diese Höhle, ne? Ja, ich glaube hier. Hier rein. Hier, du sollst da rein. Lauf doch nicht so schnell, ich komme ja gar nicht mit. So, hier, da ist richtig. Willst du nicht rein? Willst du in dieses Loch? Ja, woher soll ich denn wissen, in welchem Loch du jetzt wohnst? Hier. Ich werde dir ein Geschenk geben. Wartest du bitte hier? Das ist voll die Verarsche. Beim ersten Mal stand ich hier und habe gewartet. So, jetzt wartet man da stundenlang. Dann er kommt nicht wieder raus. Man muss schon hinterher gehen. Und dann kann man mit ihm sabbeln. Was? Ist dir ein weiblicher Maulwurf vorbeigekommen? Nein, ich wohne hier unten alleine. Oh, ich glaube, ich habe diese Geschichte schon mal gehört. Hier wohnte einmal eine süße Maulwurfdame. Aber sie wurde von teuflischen Wesen entführt. Ich habe Angst. So, dafür haben wir trotzdem jetzt hier ein Geschenk, eine Kiste. Mit Maulwurfsband! Das gehörte Monmo. Jetzt können wir dem anderen Typen das gleich bringen. Diese Stelle bringt uns überhaupt nichts. Wenn da nicht noch irgendwann noch mal ein Tier erscheint. Ich weiß es nicht mehr genau. Ach, jetzt haben wir hier auch einen Gang. War der vorher schon? Ich weiß es nicht.
Gut, jetzt gehen wir wieder in diese Höhle zu. Nee, in diese. Oder? Da bist du doch. Sollen wir das Band auswählen? Maulwurfsband. Ein Band, das besonders Monmo dem Maulwurf gefiel, als sie lebte. Ja, komm. Du willst das doch haben. Da ist Monmos Schleife. Oh, okay, ich werde aus dem Weg gehen, wenn du mir das gibst. Ja, nimm hin. Er hat sich aufgelöst. Ich habe nicht gewusst, dass er ein Geist war. Wir hatten uns beide in Monmo verliebt. Eines Tages wurde Monmo vom Bösen gefangen und er versuchte, sie zu retten. Kam aber nie zurück. Plötzlich war er wieder da und ich hatte keine Ahnung, was mit ihm geschehen ist. Aber gut, nimm dieses Armband und belebe Greenwood wieder. Ich weiß, dass diese beiden Maulwürfe hier gerne in Frieden gelebt hätten. Herbert erhält Schildarmband. Achso, das ist bei Dingen. Da ist das. Verringert den Schaden der Monster um die Hälfte. Ja, das ist gut. Das rüsten wir direkt aus. Coole Sache. Thank you. So, wo geht's hier lang? Nee. Ich muss auf die eine Seite, wo dieser komische Rehlöwe steht. Oder komme ich direkt von hier aus dahin? Ja, geht auch. Das ist doch viel einfacher. So, komm her. Folge mir. Ich denke, ich sollte dich runterbringen. Okay. Jetzt kann man es auch von der Seite erkennen, dass es ein Reh ist. Geh einen Schritt zurück und pass auf. Tut das nicht weh? Ups. Was hältst du davon? Ich hoffe, es hilft dir. Ja, woher weiß er das, dass da oben im Baum so eine Engelsstatue rumsteht? Die Embleme des Meisters sind überall, sind über die ganze Welt verstreut. Sie sind ziemlich schwierig zu finden. Nachdem du alle 8 Embleme eingesammelt hast, wird dir bei Benutzung von Magie keine Energie mehr abgezogen. Dies wird dir deinen Kampf erleichtern. Wenn du alle 8 gesammelt hast, kehre zu mir zurück. Ja, sagt der Meister. So heißt er. Gut, also wir müssen 8 Embleme finden. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo in dieser Welt das Emblem war. Wir haben noch gar keins gefunden. In der ersten Welt weiß ich es noch. Allerdings haben wir das noch nicht. Oder da kommen wir noch nicht ran. So. Vielleicht gibt es das hier erst später. Habe ich dich da oben schon angesprochen eigentlich? Danke, dass du mich freigelassen hast. Ich werde dir dies geben. Herbert erhält das Emblem C des Meisters. Geil. Super. Okay. Das war jetzt echt Zufall. Geil. So sieht das jetzt aus. Emblem C. Es gibt also A, B, C, D, E, F, G. Richtig? Und H. Das wären 8, ne? So. Ja. Nee, das will ich nicht ausrüsten. Ich möchte das Armband wieder ausrüsten. Das könnte ich für den Endkampf gut gebrauchen, denke ich. Gut, dann haben wir, glaube ich, alle angequatscht und so ziemlich alles erledigt, was bisher ging. Gehen wir hier wieder rein. Jetzt speichern wir. Herbert, wie kann ich dir helfen? Sicher. Ich werde deinen Fortschritt aufzeichnen. Ist das okay? Ey, das ist okay. Aufzeichnung beendet. Möchtest du weitermachen? Ja, du hast dich wacker geschlagen. Gib jetzt nicht auf. Okay, wieder hinein in diese tolle Verlies-Dingens-Gedöns. Und... Nein, nicht berühren! Ich möchte meine Energie bitte für den Endgegner behalten. La 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 la. Okay, Leute, Endgegnerzeit. Ah, du warst das. Ich erinnere mich an dich. Ah, shit. Jetzt muss ich überlegen, wie das war. Ja. Die haben alle 3 verschiedene Arten zu schießen. Der immer gerade. Wie ihr seht. Also der war Pillepalle. Und ich glaube, der zweite schießt diagonal, wenn ich das noch weiß, oder? Wie war das? Ach, der ist das. Der hier ist das. Okay, was machst du? Achso, der fliegt immer durch die Gegend. Und ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Irgendwas voller Bora. Ja. Gibt schwereres, ne?
cool, wenn ich hier stehen bleibe, passiert mir nichts. Geil. Er kreist um mich rum. So, aber jetzt. Der letzte war, glaube ich, nicht ganz so einfach. Mal gucken, was der jetzt macht. Uff! Ist klar. Hilfe! Ist klar. Okay, die Hälfte haben wir von ihm. Er hat uns noch nicht die Hälfte. Ich habe noch keine Heilkräuter benutzt. Das ist Hammer. Jawoll! Das war doch mal simpel. Cool. Ach, und diese schöne, fröhlich, entspannte Musik hinterher ist immer geil. Okay. Herbert befreite Woods Wächter. Ein Baum! Ich bin der Wächter des Waldes. Danke, dass du mich befreit hast. Ich werde dir den grünen Stein geben, wenn du wiederkehrst. Der Wächter. Der Torwächter und der Schlüsselmeister in einer Person. Okay, kommen wir jetzt. Achso, jetzt muss ich erstmal zum Teleporter wieder zurück. Schade, dass ich euch Monsterhöhlen hier noch nicht töten kann. Das ist echt schade. Ja, macht der Esel. Na, Meister, bist du stolz auf mich? Ich hoffe. Ich bin der Wächter des Waldes. Ich beobachte diese Welt schon eine Ewigkeit. Herbert, ein Hund namens Turbo, hat etwas bei meinen Wurzeln vergraben. Du wirst diesen grünen Stein eines Tages brauchen, also nimm ihn bitte. Herbert erhielt den grünen Stein. Wir haben den grünen Stein, mit dem wir jetzt in die dritte Welt reisen können. Nein, wollte ich gar nicht ausrüsten, danke. Nein, den hier, den Armband. So. Gut, Leute, reisen wir also in die dritte Welt. Wo ist unser Meister? Hier. Gut. Eine Stimme kam aus den Wolken. Herbert, wie kann ich dir helfen? Wir möchten uns bewegen. Und zwar in die dritte Welt. Die da heißt, kann ich nicht sagen. Geht gerade nicht. Wir gehen einfach mal rein. So. Eine Stimme kam aus den Wolken. Herbert, wie kann ich dir helfen? Sichern. Schade, dass unser Meister immer das Gleiche labert. Ich möchte weitermachen. Ich habe mich wacker geschlagen und ich gebe jetzt nicht auf. Gut, wo sind wir jetzt? Wir sind auf dem Meeresboden. Deswegen können wir auch so gut atmen hier. Also wir sind ja kein Mensch in dem Sinne. Wird schon gehen. Ja, das ist eine riesige Unterwasserlandschaft. Da ist natürlich auch noch nichts hier, ne? Alles noch, ja, ziemlich karg, wie wir das bisher kennen. Und es ist eine meiner Lieblingswelten, muss ich sagen. Obwohl ich normalerweise in Spielen die Wasserwelt nie leiden konnte. In diesem Spiel ist die Wasserwelt cool. So, mit dir können wir reden. Herbert hört eine leise Stimme. Dies ist Zong-El. Ein Palast im Ozean. Kein Mensch kann unter Wasser atmen. Gehe zur Insel Sotherta. Oder Sotherta. Durch den Tempel und suche die Blasenrüstung. Die Blasenrüstung. Und welchen Tempel? Ich sehe hier keinen Tempel.